Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Wir sind hier immer noch im Rumor Lake und müssen hier Slaughterfische töten und kämpfen hier hart mit dem Ertrinken. Wir kämpfen hier auch so direkt an der Wasseroberfläche. Geht alles klar, also ich kann meinen Hammer auch so schnell unter Wasser schwingen. So, ich hole erstmal Luft. Die haben hier jetzt, was sind denn die Leichen? Haben wir jetzt, ja, die haben glücklicherweise die Scales dabei und einen Löffel. Und irgendwie, ich find's lustig, dass die hier jetzt so angezeigt werden, aber das sollte glaube ich nicht so sein, aber ich will mich nicht beschweren. So, Fisch. Oh man, das ist leider auch nur ein normaler Slaughterfisch. Die haben ja die ganzen Scales, die wir brauchen, nicht dabei. Also Scales sind übrigens Schuppen für alle, die es nicht wissen. Oh, oh, das könnte knapp werden. Vielleicht hätte ich doch ein Argonia spielen sollen. So, hier komm schon. Irgendwo musst du... Wow, fuck, der haut ziemlich rein. Mal unter Wasser abtauchen. So. Ich habe ihn jetzt auch erwischt und er hatte auch noch Scales dabei. Yay. So, da hinten haben wir aber noch einen Schlachterfisch. Also wir müssen ja auch 12 Scales sammeln, das ist irgendwie voll übertrieben. Hier, ne. Ich kann den leider nicht anzaubern. Das ist auch nur ein normaler Slaughterfisch. Aber wir können jetzt leveln, rein theoretisch, wenn wir ein Bett hätten. Und wenn hier endlich mal irgendwo noch die Schlachterfische auch rumhüpfen und die wir brauchen. Oh, das war eine nette Animation. Ja, das ist jetzt der, den wir brauchen. Der Rumor Slaughterfisch Spawn. Ich schau mal flix nach, wie viele wir schon haben von diesen Teilen. Oh, 5, nicht mal die Hälfte. Hier ist kein Fisch in Sicht, von daher verschieben wir diese Quest nochmal ein bisschen. Ich meine, diese Quest, ne, Items wiegen, glaube ich, nicht wirklich was. Von daher, so, müssen wir jetzt weiter hier Richtung Coral. Oh, das hat ja gerade ein bisschen geleckt, aber so, hier wird erstmal eine Mudcrab. Und oh, da vorne ist eine Ruine und in die Richtung müssen wir auch. Oh, und da laufen Viecher entlang. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Tiere waren oder irgendwelche Gegner vielleicht sogar. Investigieren wir nochmal. Oh, kämpfen schon welche. Das lässt nichts Gutes an. So, oh, oh, Zwergenrüstung. Oh, Marauder. Eieiei. Also hier geht's ja zur Sache. Die Imperial Legion greift ein. Scheinbar ist das hier irgendein Verbrechercamp oder so. Naja. Scaleman Gauntlet wird hier nett alles. So, und jetzt wiegen wir zu viel und gucken erstmal, was wir anziehen, was wir denn loswerden können. Auf jeden Fall wird hier der Dwemer Curious angezogen, also dass wir auf Level 1 schon so eine Ausrüstung haben. Scalemail Gauntlets, die haben 2. Im Moment haben wir, glaube ich, gar keine Gauntlets, wie es aussieht. Dann können wir nochmal Steel Graves anziehen. So, jetzt haben wir schon 21 Rüstungswert. Ein 23 Rüstungswert mit dem Stahlschild, das auf Level 1. Ich werde hier jetzt mal reparieren, was geht. Ich habe ja nur 2 Repair Hammer, ja, das war's dann auch schon. Und jetzt hier erstmal ein bisschen was von den Items wieder lagern, beziehungsweise ne, das ist auch schon zu viel. Das Iron Shield kann ich mitnehmen für die Graves
Hier ist, ne, das geht auch nicht. Ja. Die Imperial Legion Soldiers, die sind jetzt auch ganz abseits. Ich wage mich da mal ein bisschen näher an diese Festung ran. Und hoffe mal, dass da nicht noch mehr von der Sorte warten. Da vorne steht schon jemand. Ich weiß nicht, ob das ein Gegner ist. Freund. Oh, das ist eindeutig ein Gegner. Oh, Warlord. Aufi. Vielleicht kann ich den... Oh nein. Das sieht mir nach einem Bossgegner aus. Oh, fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, auf geht's. Schwert eingesteckt. Imperial Legion. Kommen wir zur Rettung. So, hier, zwei sind noch da. Hier gleich mal auf den los. Diesen Warlord. Ist hier ziemlich drauf anlegt, uns umzubringen. So, ich kite den einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Versucht er immer noch uns umzubringen. Nein, inzwischen kämpft er gegen die Imperial Legion, Leute. Da hinten sind auch noch zwei. Nein, kommt zurück. Oh, aber jetzt haben sie den Warlord umgelegt. Wir können uns hier wieder an seinen Items bedienen. So. Ein Rusted Solid. Es hat zwei Rüstungswerte. Mal sehen. 7. Nehmen wir mal mit und gucken, wie das Teil aussieht. Was sind seine Waffe in Iron Scimitar? Das macht 5 Schaden. Ist natürlich deutlich weniger als unsere Rüstung. Es sieht schon ein bisschen bekloppt aus. Da ist mir der Stahlhelm lieber. Hello, Citizen. I hope you're faring. Ja. Puh, okay. So werden wir uns hier wohl oder übel durchkämpfen müssen. Nein, diese Pferde können wir höchstens stehlen. So, ich guck mal, nein, das lohnt sich jetzt nicht, dahin zu traveln. So, ich wage mich hier nochmal an die Ruine ran. Vielleicht können wir da ja doch noch irgendwas erbeuten. Moment, verkaufen lohnt sich im Moment eh noch nicht, weil wir nicht genug mitnehmen können. Hier ist niemand. Ich schätze, hier gibt es doch bestimmt noch einen Eingang irgendwo. Sonst wäre es ja hier keine richtige Ruine. Es scheint im Moment auch kein Gegner in der Nähe zu sein. Ah ja. Hier haben wir den Eingang. Ja, das ist Fort Nickel. Wenn wir jetzt sehen, ob uns entweder Untote oder weitere Banditen drin erwarten oder beides, die sich gegenseitig abschlachten. Das ist noch nicht gerade leise und diskret, glaube ich. Ist relativ dunkel. Vorne steht jemand. So. Mal schauen, wie viele Gegner wir damit aufgeschreckt haben. Listus the Marauder Warlord. Boah. Okay. Auf und hinfort. Nein, hier. Das ist der richtige Zauber. Ey, was? Jetzt begegnen hier nur Bossgegner, ey. Sehen, ob er mit rauskommen möchte. Ja, möchte er. Ja, schauen wir mal, ob die Imperial Soldiers noch da sind. Das ist nette, was auch immer, Reh. So. Wo bleibt er denn da? Da oben guckt er irgendwo rum. Da kommt er. Verdammt.
die Imperial Soldiers nicht mehr. Ah, ich glaube, da hinten habe ich jemanden gesehen. Bitte, 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 ja! Eile mir zur Hilfe. Was habe ich denn für Stiefel an, frage ich mich gerade. Hallo. Okay, da kommt der Listus. So, er ist schon abgestiegen. Jetzt können wir auch ein bisschen helfen gehen. Irgendwie so ein Begleiter wäre ganz gut, habe ich so das Gefühl. Der leuchtet irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl. So. Irgendwie von der Imperial Legion hätte ich gerne einen dabei. Die scheinen mir fähig zu sein. Weil der Kerl, der heilt sich hier immer. Irgendwie die FPS geht hier gerade relativ runter. Komm schon, Glashammer Power. Boah. Ich sollte dann, nachdem ich den umgenockt habe, werde ich schnellstmöglich einen Platz zum Leveln suchen. Ich frage mich, wie viel in der Imperial Legion Soldier aushält, weil nicht, dass der irgendwann umkippt. Naja. Uiuiuiui. Das sieht man auch gerne hier. Gleich drei verzauberte Items und auch noch Heavy Armor hier. Detect Life. Resist Fire. Ja, und wir wiegen jetzt natürlich zu viel, aber Gauntlets of Revelation. Geben zwei Rüstungen, die auch. Graphs geben drei. Die, so Steel Graphs auch, von daher passt das schon. Ich glaube, das sind noch diese Scale Graphs. Das ist auf jeden Fall Heavy Armor. So, das Copper Shield of the Sun gibt 8 Armor. Das bleibt auch gleich. Das sieht ja ganz nett aus. Dwemer Boots verbessern unseren Rüstungswert nochmal um 2. Ich glaube, das ist der best ausgerüsteste Level 1 Charakter, den ich jemals in meinem Leben hatte. So, jetzt müssen wir natürlich Items da lassen. Oh, ja, hier dieses Schwert, das wiegt 25, das ist natürlich schon heftig. Ah, diese Iron Boots, die sind nicht wirklich was wert, die ist da auch nicht. Scale Mail Gauntlets auch nicht wirklich, jetzt muss ich noch ganz wenig loswerden, da kann ich auch wie von den Zutaten was da lassen. Jetzt habe ich hier natürlich permanent Detect Life drauf und Light. Aber das ist doch schon mal... Für Anfang sind das richtig, richtig gute Items, mit denen ich hier versorgt wurde. Na, jetzt haben wir zwei Bossgegner umgehauen bisher. Also umhauen lassen wohl eher. Ich gehe jetzt erstmal unsere restlichen Items verkaufen. Aber ich muss zugeben, wir sehen schon ein bisschen kacke aus. Naja, eigentlich wollten wir hier nur was auf dem Weg nach Coral machen. Aber das klappt irgendwie alles nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe noch eine Idee, wir könnten noch in die Arena gehen, da können wir erstmal ein bisschen Geld abgreifen für den Anfang. Ja, gehen wir doch erstmal in die Arena, das ist hier direkt in der Nähe. Liegt super zentral. So, kratzen wir an den... Wir haben die 500 geknackt. Wunderbar. Aber irgendwie, dass es hier verschiedene Eilid-Coins gibt, das finde ich auch komisch. Das Bleach Cloth, das können wir ja auch verkaufen, das brauchen wir eigentlich nicht. So, aber immer noch relativ wenig Geld. Ich glaube, der Arena District, der war nicht frei. Ja, der ist nicht frei, da müssen wir in die Richtung laufen. Währenddessen level ich schon mal so ein paar Skills. Wobei ich mich frage, ob wir vielleicht nicht leveln sollten, wenn wir hier mehr Skills verbessert haben, weil dann gibt es hier vielleicht bessere Level-Up-Stats. Weil es ist ja so, je stärker man einen Skill levelt, also jeder Skill hat ein bestimmtes Attribut. Diese Attribute werden eben dadurch fest, also und wenn man levelt, kriegt man eben Attribute dazu und je nachdem wie viele Attribute man dazu bekommt, das richtet sich halt danach, wie viel man eben
an verschiedenen Skills ja verwendet hat. Also wetten möchte ich nicht. Ich möchte hier runter in die Bloodworks. Werde ich jetzt noch schlafen und dann endet diese Aufnahme auch schon. So, ja, wir leuchten jetzt ein bisschen, aber passt schon. So, eine Stunde schlafen wir. Das reicht schon, um zu leveln. Oh, 5 auf Speed. Ja, man kann hier immer 3 Attribute erhöhen. Ich erhöhe dann natürlich Speed, wenn ich schon die Chance habe. Und Strength und Endurance, weil ich brauche mehr Leben, das ist wichtig. Und mehr Tragkraft. Ich könnte jetzt natürlich auch meine Zauberstats erhöhen, aber... Naja, hoffentlich stört das Spiel jetzt nicht ab. Nein. Ja, dann, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen bei Let's Overmode Oblivion. Schreibt doch ein bisschen was in die Kommentare. Nein, ich bettle jetzt nicht um Likes und darum, dass ihr meinen Kanal abonniert. Mir wäre es eigentlich nur ganz lieber, dass ihr mir ein bisschen Feedback gebt, weil das ist das, was ich am meisten brauche. Und bis zum nächsten Mal.